Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Live. Ich bin Keule und wir gucken uns heute mal an, was es auf dem Schwarzmarkt gibt. Ich werde es versuchen, jetzt die ganze Woche, wo der Schwarzmarkt aktiv ist, da ein bisschen reinzuleuchten. Das findet jedes Mal früh um 5 statt. Das heißt, ich muss auch ein bisschen früher aufstehen. Und immer am Abend um 5. Ich hoffe, dass ich da jedes Mal zu Hause bin. Kann das natürlich nicht versprechen. Aber ich gebe mir Mühe. Für die, die den Schwarzmarkt nicht kennen, da werden in der Regel Sachen verkauft, die man sonst nicht so einfach bekommt. Unter anderem Panzer, die schon abgelaufen sind. Panzer, die schon ja, aus dem Forschungsbaum entfernt wurden. Premium-Tage werden natürlich verkauft. Ich vermute mal Besatzungsbücher oder ähnliches. Jeweils zu kaufen, entweder für Gold oder für Credits. Ich hoffe, dass euer Credits-Konto voll ist. Das Goldkonto dürfte von Weihnachten noch voll sein. Da gab es ja mehr als genug. Und Wargaming will das Gold zurückhaben. Und dann werden wir uns mal anschauen, was es da am Ende geben wird. Ich glaube, wir gehen auf Nachschub insgesamt. Da oben ist dieser hübsche Rabe. Und also da kommt man ganz einfach rein. Man geht auf Nachschub, da oben auf diesen blöden Raben. Und dann geht es hier auf Ankündigung. Der erste Gegenstand erscheint um 17 Uhr. Nur eine Regel, ich lege Preise weg. Ich lege Preise, Stückzahlen und Sortiment fest. Dazu gibt es ein kleines Video, was uns relativ wurscht ist, glaube ich. Das können die meisten eh auf YouTube schauen. Weil der gleich stattfindet, breche ich das Ganze mal ab. Und wir warten auf 17 Uhr. Dann geht's rund. Also bei manchen Sachen könnte es sein, dass sie relativ schnell weg sind. Wenn ich da an FV 215B183 denke, sowas gibt es ja nicht mehr. Der könnte innerhalb von vielleicht 3 Minuten komplett weg sein. Aber kann nicht versprechen, dass der dabei ist. Ich weiß auch überhaupt nicht, was dabei sein könnte. Da gibt es 1000 Möglichkeiten. Warte mal, kommt neu reingehen. Keine Ahnung, ob ich hier jedes Mal aktivieren muss neu, aber ich glaube, das fängt so normal an. Ist ja alles in-game. So. Wahnsinnig beliebt. Nichts wie ran. TL1 LPC. Ah, den gab's. Den gibt es für 3 Millionen. Mindestgebot. Die 3 Millionen habe ich gar nicht. Deswegen mache ich das auch nicht. Und der ist für 7 Minuten und 59 Sekunden online. Amerikaner wissen, wie man es macht. Ein regelrecht guter Panzer. Gibt es eigentlich nichts viel zu meckern. Recht guten Turm, gute Kanone. Also haben wir 280 Schaden bei 208 mm Durchschlag. Ist okay. Und der Turm hat 178 mm Panzerung. Ebenfalls recht gut, finde ich. Kommt natürlich nicht ganz an die Briten ran, aber ist ja auch ein Amerikaner. Und wir haben, wie viel Gun Depression, für die ja so scharf drauf sind. 9 Grad nach unten, Gun Elevation 19 Grad nach oben. Okay. Anzahl der Gegenstände 12.000 Stück. Das ist ja ein bisschen sehr viel. Und es kann nur drauf geboten werden. Aber das Ganze ist eine Auktion. Wenn ihr 3 Millionen übrig habt, ist das das Mindestgebot. Ich würde sagen, wenn 12.000 Stück dabei sind, dann geht er normalerweise für 4 Millionen spätestens über die Bühne. Für mich uninteressant, der Panzer. Zumal ich die Briten, zumal ich die Amerikaner sowieso nicht so gern fahre. Die einzige Reihe, die mir bei den Amerikanern, oder die einzigen beiden Reihen, die mich da interessieren würden, wären Heavy und TD, Jagdpanzer. Und bei den TDs ist es auch nur der E3, der mich interessiert. Nicht der E4. Und bei den Heavys, ja. Ja, kann man auch drauf verzichten, finde ich. Ist nicht unbedingt wichtig. So, also TL1 LPC ist derjenige, um welchen es hier geht. Nach 8 Minuten. Ne, nach 8 Stunden ist er vorbei. Ach du Scheiße. Ihr habt 8 Stunden Zeit, darauf zu bieten. Er war ja komplett daneben. 7 Stunden, 57 Minuten, na gut. Okay. Ja. Also müsst nicht früh um 5 aufstehen, um dann um irgendwelche Panzer zu bekommen. Es sei denn, die gehen für Sofortkauf weg. Dann müsstet ihr schon um früh um 5 aufstehen.
Aber ansonsten würde ich sagen, reichen 8 Stunden aus, um sein Gebot abzugeben. Ja, ändert sich nichts dran. Okay. Also, das ist der Panzer, um den es aktuell geht. TL1 LPC. Wer von euch nimmt dran teil, wird mich interessieren. Vielleicht einmal kurz drunter schreiben. Und ich versuche nachher noch ein kleines Replay zu machen mit dem, wenn ich irgendwo was finde. Wird ein bisschen schwierig, weil jetzt nach dem neuen Update, was gerade rausgekommen ist, dürften noch keine Replays großartig oben sein. Von daher wird es wohl ohne gehen müssen. Also, Kaufempfehlung würde ich nicht unbedingt sagen. Wenn ihr den für 3 Millionen bekommen könnt, dann seid ihr, glaube ich, auf einer guten Seite. Normalerweise ist halt ein Premium-Panzer, normalerweise kostet der Gold bzw. Echtgeldwährung. Also Gold. Und in dem Fall würde ich mir das, glaube ich, sparen, das Ganze. Auch für 3 Millionen Credits ist es, glaube ich, gar nicht so übel. Jo. Das soll es von mir gewesen sein. Morgen früh um 5 gibt es das nächste Video. Wenn ich Lust habe aufzustehen. Mal sehen. Alles klar, wenn es euch gefallen hat, und es war ja quasi ein Feuerwerk an bunter, lustiger Unterhaltung und richtig schrägen Gags, nicht wahr? Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch und ein Abo für meinen Kanal und spendet mir eure Niere und euer Erstgeborenes, das nennt ihr Keule und so weiter. Und ansonsten sehen wir uns morgen früh um 5. Und in der Zwischenzeit und für die Zeit danach bleibe ich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.